Mohammed ist ein Lügner. Ein Lügner? Wo ist die Lüge und wo ist die Wahrheit, wenn noch keine Worte gefallen sind? Hier handelt es sich um Araber, die den Glauben ihrer Väter verraten haben. Sie folgen einem Wahnsinnigen und verehren ihn als Gottes Propheten. Wer ist jetzt stärker? Dein Herr oder dein einziger Gott? Nur einen Gott. Es hört sich an, als würde der Sklave predigen. Und dieser Unmenschlichkeit hat sich nun ein Mann widersetzt, den Gott uns erwählt hat. Dieses Schreiben von Mohammed, dem Gesandten Gottes, an die Herrscher der Welt, ruft die Welt zum Islam. Von Mohammed, dem Gesandten Gottes? Wer gab ihm die Befugnis dazu? Gott sandte Mohammed den Menschen zur Erlösung. Jetzt werden wir tun, was wir schon früher hätten tun müssen. Lasst uns Mohammed töten. Sein Vetter Ali lag dort, um für ihn zu sterben. Wen bekämpfen wir? Sie werden von der Habgier gelenkt. Und uns führt Gott. Schief! Wenn du tot bist, Hamza, dann werde ich dir das Herz herausreißen, dir das Blut aussaugen. Dies sind die heiligen Gebote, die euch der Prophet auferlegt. Tut keiner Frau Gewalt an, keinem Kind und keinem alten Menschen. Nur jene Menschen schlagt, die euch vertrieben haben, die eure Rechte gestohlen und sich bereichert haben an eurem Besitz.